Rakugo ist die Kunst des Geschichtenerzählens. Das, was ihr jetzt hier im Hintergrund bei den Aufnahmen seht, sind Aufnahmen aus der Uni, an der ich während meines Auslandsjahres hier studiert habe. Und die machen immer, Anfang November ist das, machen die so ein Fest. Ne? Also in der Zeit Anfang November machen viele Universitäten so Unifeste. Und da gibt es eben an der Uni auch einen Rakugo-Club. Das heißt, die Studenten lernen dort Geschichten zu erzählen, so wie es die Großmeister des Rakugo auch machen. Ne, Rakugo sehr, sehr weit verbreitet in Japan noch. Auch berühmte Rakugo-Leute treten immer wieder im Fernsehen auf. In der Regel ist das was, man hat einen Meister, ja, und man geht zu diesem Meister und sagt, nimm mich als Schüler auf. Und dann wohnt man fast bei dem, beziehungsweise man putzt sein Haus und was weiß ich nicht alles. Und dafür, dass man all das für ihn macht, lehrt er einem, wie man Geschichten erzählt. Und diese Rakugo-Geschichten, das sind halt Geschichten, die vorher fertig sind und man lernt die besonders gut, besonders lustig, besonders, ja, vermittelnd zu erzählen. Das ist wirklich eine Kunst, die seit weiß ich wie vielen Jahrhunderten oder Jahren hier in Japan schon besteht und die auch wirklich sehr interessant ist. Ich war mal in Deutschland bei einer Rakugo-Vorstellung in Düsseldorf. Da ist nämlich ein Rakugo-Künstler aus Japan nach Düsseldorf gekommen und hat dort auf Japanisch für die Japaner eine Vorstellung gegeben und hat auch so eine kleine Rakugo-Geschichte auf Deutsch, obwohl er eigentlich gar kein Deutsch kann, aber er hat das alles gelernt mit der Aussprache, ne? Und hat diese Geschichte auch auf Deutsch dann eben erzählt. Das war sehr lustig und interessant, aber da merkt man halt auch, wie sehr die trainieren mit der genauen Aussprache und so. Gibt auch ein paar Ausländer, die das machen, die unter japanischen Meistern gelernt haben. Aber es ist natürlich schon nicht ohne. Und ja, ich wollte euch das hier auf jeden Fall mal zeigen, weil ich diese Aufnahmen gefunden habe. Und werde euch jetzt auch noch ein bisschen Originalton einspielen. Untertitel oder so mache ich nicht rein, weil das mitten aus der Geschichte ist und halt nicht viel bringt, wenn man da mittendrin ein bisschen was hat. Aber nur, damit ihr mal einen Eindruck dafür gewinnt, wie sowas aussehen kann. Das sind jetzt hier aber natürlich Studenten und keine Rakugo-Großmeister. Das muss man auch dazu sagen. Aber ja, ich hoffe, man kann trotzdem so ein kleinen Einblick darin gewinnen, wie Rakugo denn aussieht in Japan. Ne, oft haben die auch noch so Fächer, japanische Fächer im Übrigen, mit denen die dann zum Beispiel Ramen essen. Ja, wenn man eine Nudelsuppe isst, das machen die damit nach. Also die deuten damit Handlungen an. Ne? Und so ein Handkerchief haben sie auch, so ein kleines Handtuch oft. Also ja, ist schon ganz interessant. Viel Spaß mit Rakugo. Kacho! Ja, aber ich kann nicht Englisch. So ein Typ, der Amerika geht, ist schon gar nicht mehr. Rechts ist 右 Right 正面 Right その発音があれば現地でもやっていけるよ頑張ってこい課長異常しちゃった異常しちゃったおいおい泣くやつがあるかそうだ閉店祝いに寿司でも食いに行こうじゃないかこの辺りに本物の板前がいる寿司屋があるんだそこへ行こう本物の板前いや僕回転寿司とかしか食べたことないですああそうかならば今度は私が正しい握りを教えてやろういかがですか体の具合はあすっかり良くなりましたそうですかでは私はここら辺でちょっと待ってください昨日私を診察した際に電子機はありますかって先生言いましたよなその折にうっかり私ございませんと言いましたが後々うちの中を探してみたらうちにも自慢の電子機がありました